Ja, einen schönen guten Abend zur Webinarreihe der Société Générale mit dem schönen Namen SG Active Trading Webinarreihe. Schön, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben. Mittwochabend, 19 Uhr. Und heute mal mit einem neuen Referenten, den wir hier in unserer Webinarreihe noch nicht haben begrüßen dürfen. Heute zum ersten Mal den Hans-Jürgen Haag von PP Asset Management. Freut mich sehr, lieber Hans-Jürgen, dass du heute da bist. Sag mal Hallo in die Runde an die Teilnehmer, dass wir schon Ja, mal ein da am. Hallo aus Düsseldorf. Schönen guten Abend. Auch mich freut es, dass ich hier teilnehmen darf und vielen Dank an die Société Générale. Aus Düsseldorf, sehr schön. Ja, Hans-Jürgen, ein alter Börsenhase schon, aber jung gebliebener, gut aussehender Mann, ne? Auch wenn du ein alter Börsenhase bist, bist ja schon viele, viele Jahre dabei und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere Teilnehmer hier heute Abend wird dich auch schon kennen, auch wenn du das erste Mal bei uns in der Webinarreihe bist. Trotzdem viele, die dich bestimmt schon kennen. Wir sind ja auch schon, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, wir arbeiten ja schon länger zusammen und heute haben wir mal endlich es geschafft, einen Termin zu finden, dass du ein Webinar halten wirst. Es wird eins sein dieses Jahr von bestimmt vieren, ne, die wir zusammen machen werden, wenn wir denn Termine finden, würde mich sehr freuen, dass du so einmal im Quartal, wäre das doch klasse, wenn du während des Webinars ja, deine Trading-Strategien, deine Ideen, Markterwartungen präsentieren kannst. Heute Abend hast du einiges mitgebracht, du hast mir das schon mal vorab erzählt, DAX, S&P, Euro-Dollar ist dabei, Tesla, Deutsche Bank, also und vielleicht noch das eine oder andere mehr, wenn wir das schaffen. Heute Abend, also ein großes wirklich Potpourri an Marktideen, Erwartungen dabei, wird sicherlich sehr spannend. Heute hat der DAX zumindest wieder ein bisschen in die Knie gezwängt. Ein bisschen ging es runter, minus 1,5% grob liegen wir. Das tut mal gut, ansonsten wird es doch arg langweilig. Und aber von dir zum Markt gleich mehr und auch von dir persönlich mehr. Du wirst dich ja kurz noch mal denjenigen, die dich nicht kennen, vorstellen. Bevor es jetzt zu dir geht, klassischerweise die rechtlichen Hinweise, damit meine Rechtsabteilung auch glücklich ist, dass ich die genannt habe, dass wir uns während der nächsten 60 Minuten an Selbstentscheider richten mit ja, Erfahrung auch im Bereich von Hebelprodukten. Und ja, bitte berücksichtigen Sie, dass die Produkthinweise zu Hebelprodukten keine Anlageberatung sind, sondern reine Demonstrationszwecke dienen. Und berücksichtigen auf jeden Fall das Totalverlustrisiko bei Hebelprodukten und bei Optionsscheinen. So, und jetzt würde ich sagen, lieber Hans-Jürgen, stell dich mal vor und freuen uns auf deine Marktideen. Ja, so mein Schönen guten Abend. Ja, Hans-Jürgen Haag ist mein Name. Ich bin seit 1985 Börsianer, also schon 33 Jahre ungefähr. Ich habe da viel erlebt, war 21 Jahre bei der Firma Bernecker, habe da auch die spekulativen Börsenbriefe geschrieben. Bin jetzt seit 2011 bei der Firma PP Asset Management, gebe da meine beiden Börsenbriefe heraus. Das ist also zum einen die Hake Invest, das ist ein typischer strategischer, wöchentlich erscheinender Anlagebörsenbrief, den wir also Aktien, Indizes, ETFs besprechen. Ab und zu auch mal was Besonderes, wo man vielleicht auch mal Chancen nutzen kann. Aber Schwerpunkt sind Aktien und Indizes, also ein ganz normaler Börsenbrief, der einmal die Woche rauskommt. Und der zweite Brief, der kommt also mindestens einmal täglich raus, das ist der Hake Daily. Bei Bedarf haben wir auch mehrere Ausgaben. Es gibt Tage, da haben wir fünf, sechs Ausgaben, wenn sehr viel los ist, wenn Stops nachgezogen werden müssen oder wenn es im Tagesverlauf neue Trading-Ideen gibt, neue Chancen. Da sind die Schwerpunkte also auf Hebelprodukten, aber auch CFDs. Terminkontrakt gilt nur für den DAX. Also im DAX stellt, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt. Im DAX stelle ich also bei einer Trading-Idee DAX Future vor mit Stop und parallel dazu Hebelprodukt und auch CFD, die dann eigentlich die identischen Stops dann auch aufweisen. Das hier ist mein Track-Record. Und man sieht auch hier, obwohl der jetzt natürlich schön von links unten nach rechts läuft, was schön ist, dass es da immer auch schwächere Phasen gibt. Das gehört dazu beim Trading. Wer da was anderes erzählt,
Da würde ich dann schon mal nicht mehr so sehr glauben. Es gibt immer schwächere Phasen oder Phasen, in denen man nicht so zurechtkommt. Es sind dann teilweise auch Phasen, wo andere Trainer dann gut zurechtkommen. Und jeder hat da so seinen Stil, der passt dann zu den Märkten mehr oder weniger. Was ich Ihnen anbieten möchte heute ist, dass Sie die Hark Daily unverbindlich testen können. Das ist also kein Vertrag oder keine Bindung, was Sie abschließen, kein Abo, ist auch keine Kündigung notwendig. Wenn Sie möchten, können Sie die Hark Daily bis zum 14. April kostenlos nutzen. Sie kriegen einfach von uns dann per Mail einen Zugang, ein Login mit Passwort und das endet dann am 14.04. Also müssen Sie gar nichts tun. Wenn Sie den WhatsApp-Service nutzen wollen, was wir eigentlich auch empfehlen, bräuchten wir Ihre Mobilnummer, aber das ist jetzt keine Pflicht, das ist nur, wenn Sie es möchten. Es ist ja so, wenn ich eine Trading-Idee habe, manchmal ist die schon morgen früh um 7, 8 Uhr schon da und spielt jetzt die Zeit nicht die ganz große Rolle, aber oft ist es im Tagesverlauf so, dass sich ein Signal ergibt, eine Trading-Idee oder auch ein Exit oder Stopp nachziehen. Dann gebe ich das zunächst per WhatsApp bekannt, in Kürze, also zum Beispiel Euro, US-Dollar, Short. Dazu kommt dann die WKN, die ich dazu empfehle. Und der Stopp. Der Stopp in Euro-Dollar konkret, also in der Währung und dazu der Stopp im Schein. So, und dann kann derjenige, Hans-Jürgen, der ganz möchte. kurz, du hast es Ja. eben gerade erwähnt, aber hier nochmal die Frage, ist kostenfrei und endet dann tatsächlich, ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Probeabos, die dann irgendwann kriegt man eine Rechnung von 100 Euro. Du hast Nein, es nein, eben nein. gesehen, ne? Das endet nichts zu tun, ne? Ist Ja, kostenfrei. das endet ganz automatisch. Also wir werden Sie am Ende dann natürlich fragen, ob Sie weiterbeziehen wollen. Dann müssten Sie aber dann, sich auch wirklich dann auch dann richtig anmelden und ein Abo abschließen, wenn Sie das wollen. Wenn nicht, endet es einfach. Also wir haben ja eh von Ihnen nicht viel, außer Ihre E-Mail-Adresse und Sie müssen ja gar nicht viel angeben. E-Mail-Adresse und dann kriegen Sie Login und Passwort. Also von daher, da ist auch kein Vertrag, gar nichts abgeschlossen vorher. Es endet einfach dann. Einfach Ihr Zugang wird dann einfach nicht mehr funktionieren. Das ist einfach alles dann am 14. oder am 15. April dann. So. Und also ist wirklich kostenlos und vollkommen ohne jede Verpflichtung. Einfach dann Mail an uns an info@haag-börsenbrief.de, Stichwort Webinar SG und dann wissen wir Bescheid. Oder kriegen Sie es. Das gilt für alle, die in den letzten 6 Kalendermonaten kein Abonnent oder Probeabonnent waren. Ja, jetzt möchte ich zunächst auf das große Bild ein bisschen eingehen, weil auch wenn wir vielleicht im kurzfristigen Bereich treten, finde ich es doch auch das große Bild doch so im Hintergrund wichtig, damit man weiß, in welchem Rahmen man sich bewegt. Und bei den Aktienmärkten ist für mich im Moment die größte Frage, haben wir hier durch diesen starken Anstieg, den wir seit Jahresbeginn haben, eine neue Hosse begonnen? Oder ist das Ganze nur eine Bärenmarktrallye? Weil das ist, finde ich jedenfalls, mit die entscheidendste Frage, die wir uns stellen müssen. Denn die Antwort würde dann auch sehr viel für das Trading bedeuten, wie man den Markt angeht. Zunächst zeige ich mal hier den DAX. Das ist jetzt der Chart von gestern noch. Also da waren wir auch noch ein bisschen höher als aktuell. Gestern Mittag war das, glaube ich, hier. Also 14,5, 15% haben wir gewonnen vom Tief. Ist ganz schön. Würde man sagen, okay, das könnte auch für eine Bärenmarktrallye noch passen. 14,5% ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich. Aber jetzt zeige ich Ihnen den entscheidenden Chart. Das ist natürlich der S&P 500. Weil wir werden uns immer daran orientieren, auch in Deutschland, auch wenn wir vielleicht relativ schwächer laufen, aus vielerlei Gründen, zum Beispiel, weil die Rahmenbedingungen für US-Unternehmen besser sind, weil dort mehr Dienstleistungsfirmen in den Indizes sind als bei uns. Bei uns ist mehr alte Industrie drin und die Gesellschaft wandelt sich ja Richtung Dienstleistung. So, aber worauf ich raus will, ist diese 21%, die wir gewonnen haben, das sieht ja schon nicht mehr nach einer Bärenmarktrallye aus, sondern das sieht schon sehr, sehr stark aus. 21%, kann das denn überhaupt ein Bärenmarkt noch sein, wenn man hier 21% gewinnt vom Tief? Und da möchte ich Ihnen gerne mal das Top aus dem Jahr 2000 zeigen. Weil wenn wir uns in Richtung Bärenmarkt bewegen, wird es so ähnlich sein, nur aus den ähnlichen Gründen wie im Jahr 2000 bis 2003, also abschwächende Konjunktur, vorherige hohe Bewertung. Damals hat man sehr stark Euphorie und sehr, sehr hohe Bewertung. Die ist jetzt nicht so hoch gewesen. Das war aber auch, wenn die Zinsen jetzt niedriger sind. Aber es wird so ähnlich sein. Es wird nicht so laufen wie 2007, 2008, da wir ja da die Lehman-Krise hatten. Das ist, glaube ich, doch ein anderes Thema als das, was wir jetzt erwarten können, falls wir in einen Bärenmarkt laufen. Also, wir sehen ja das Jahr 2000 im US-Markt, also das
Top im März, da hatten wir im DAX auch. So, und da hatten wir hier einen ersten stärkeren Rückgang im Herbst, um dann die Erholung. Und die Frage ist ja, befinden wir uns jetzt hier, so nach dem ersten Rückgang, erste Erholung? Also Sie sehen, ich hatte schon drei Fragezeichen hintergestellt. Das sieht nicht danach aus. Was man aber hier sieht, sehr schön, dass wir hier drei Erholungsversuche hatten in den USA. 10%, 7,5%, 10%. Und dann den größeren Rückgang. Und die Frage ist, ist das, was wir hier hatten, diesen Rückgang, dieser Rückgang, ist das ungefähr gleichzusetzen mit dem, was wir im letzten Jahr November, Dezember hatten, diesen starken Rückgang? Es ist ja so, Märkte ähneln sich, weil wir Menschen uns mit unseren Emotionen ähneln, weil wir ähnlich agieren mit Gier und Angst und anderen Emotionen, aber sie werden nie gleich laufen. Dazu ändern sich die Rahmenbedingungen auch zu stark. Aber man kann immer mal schauen nach Ähnlichkeiten. So, und jetzt schauen wir an, was hier bei uns oder in den USA in diesem Jahr passiert ist oder im letzten Jahr. Auch hier sieht man ersten Rückgang und auch drei Rallye-Versuche. 4%, 8%, 7%. Das ist doch schon sehr ähnlich. Und dann der Rückgang der Schafe im Dezember. Also das sieht schon relativ ähnlich aus. Erster Rückgang. Wir hatten ja im letzten Jahr, im Januar, Februar, also sieht man jetzt im Chart nicht mehr, auch schon den ersten Rückgang, um dann uns zu erholen und dann diesen Rückgang im Herbst zu machen. Ich gehe nochmal jetzt einen zurück. Sie sehen hier, das wäre der erste Rückgang gewesen, der vielleicht jetzt im Jahr 2018 im Februar, März abgelaufen ist und dann Erholung, die jetzt hier kein neues Hoch gebracht hat, aber im letzten Jahr. Aber hier die drei Erholungsversuche nicht geklappt, runtergefallen, auch durchgefallen, sehr negative Stimmung und jetzt diese Erholung, 21%. So, jetzt schauen wir uns mal an, was im Jahr 2000, 2003 weiter passiert ist. Wichtig hier, das ist jetzt ein Weekly Chart. Also das Ganze, was ich eben gezeigt habe, ist jetzt hier verdichtet, wenn man so will. Jeder Bar hier ist eine Woche. Und diese drei kleinen Erholungen, die ich eben gezeigt hatte, diese 7,5% und 10%, waren diese 1, 2, 3. Das ist da passiert im Jahr 2000. Und dann dieser starke Rückgang bis März 2001. So, und da haben wir uns 23% erholt. Also trotz beginnendem Bärenmarkt 23% Erholung. Also es ist durchaus möglich, dass wir uns an so einem Punkt befinden, wie wir uns damals im Jahr 2001 im März, April befunden haben. Oder im Mai war das, glaube ich, das Hoch. Jedenfalls 23% Erholung, sehr, sehr stark. Da hat auch keiner mehr daran gedacht, dass hier ein Bärenmarkt starten könnte. Da hat man gedacht, okay, scharfe Korrektur, und jetzt beginnt wieder die Hosse setzt sich fort. Was auch ähnlich war damals, ist, dass auch da die Stimmung relativ schnell wieder sehr positiv geworden ist. Das ist ganz typisch auf Bärenmärkten, dass sie starke Erholungen haben, eine stark verbesserte Stimmung und dann kommt halt die kalte Dusche. Was ich aber betonen möchte, das ist nur eine Möglichkeit. Nur weil sich das jetzt ähnelt, heißt das nicht, dass es generell oder dass es definitiv so laufen wird, dass wir jetzt hier in den Bärenmarkt kommen. Es ist ein Szenario von mehreren. Aber es ist ein Szenario, was man im Hinterkopf behalten sollte. Wichtig ist, diese 21% Erholung, die wir hatten, sind keine Garantie dafür, dass wir uns nicht im Bärenmarkt befinden. Wichtig, also wie eben schon gesagt, die Stimmung. So sah die Stimmung vor einem Jahr aus. Wenn Sie jetzt hier sehen, das ist das Dump Money, das ist Smart Money, rausgefiltert aus einigen Indikatoren. Das kann man auch nicht so ganz klar sagen, dass man sagt, das ist nur dummes Geld, das ist nur cleveres Geld. Aber man sieht schon, das sind meistens die großen Marktteilnehmer, dass die halt in die fallenden Kurse rein gekauft haben. Vor einem Jahr, Sie sehen, das ist jetzt hier der Rückgang, den wir im Februar, März hatten letzten Jahres. Smart Money hat gekauft, Dump Money hat verkauft. Also Smart Money hat gekauft. So, und so sieht es jetzt ganz aktuell aus. Man sieht, dass jetzt hier in die steigenden Kurse rein das Dump Money wieder gekauft hat, relativ long positioniert ist. Und das Smart Money hat gegeben, hat also verkauft in die steigenden Kurse rein. Es ist nicht jetzt besorgniserregend, aber es ist ein Warnsignal, dass wir hier schon durchaus einkalkulieren müssen, dass zumindest diese Erholung erstmal endet. Ob sich daraus eine Base ergibt oder einfach nur eine Konsolidierung und der Markt dann weiter steigt, sind zwei Szenarien, die im Moment für mich so ein bisschen 50-50 gleichgewichtet von der Wahrscheinlichkeit her sind. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir im Moment
ein optimales Szenario eingepreist haben an den Märkten. Also es ist mehr oder weniger eingepreist, dass der Handelskonflikt gut gelöst wird. Ich glaube auch, dass es einen Kompromiss gibt zwischen den USA und China. Man muss aber sehen, wie der ausfällt. Wenn die Marktteilnehmer noch nicht so zufrieden sind, wenn es so ein Kompromiss ist, der nicht so schön ist für die Amerikaner, würde das schon mal negative Auswirkungen haben. Frage ist auch, wird sich Trump danach die Europäer vornehmen, wenn er mit China einen Deal ausgehandelt hat? Ist ein Szenario, was man nicht außer Acht lassen darf. Es ist eingepreist, dass die Konjunktur sich wiederholt. Wir haben einige Indikatoren, gerade vom verarbeiteten Gewerbe, die deutlich in Richtung Süden zeigen. Also da muss man schon aufpassen. Im Moment ist so ein bisschen, man schiebt das auf den Government Shutdown, den wir hatten in den USA, auf den Handelskonflikt, dass das auch alles sich wieder dann löst und dass dann auch die Konjunktur wiederkommt. Ist eine Möglichkeit, die durchaus so laufen kann, dass wir uns wirklich in der Konjunktur stabil verhalten. Ist eine Möglichkeit. Aber das Problem ist, dass das auch eingepreist ist. Ich weiß nicht, wo da die neuen Impulse herkommen sollen, zumal wir auch beim Gewinnwachstum der Unternehmen auch einen gewissen Abwärtspfad haben. Also da haben wir nicht mehr die großen Impulse. Es ist auch eingepreist, dass die Fed einen dovischen Weg einschlägt, also einen geldpolitisch lockeren Weg. Scheint auch so zu sein, dass die Fed da auch stillhält und ihr Tapering, also ihre Verkürzung der Bilanzsumme jetzt im Oktober dann beendet. Aber auch das ist im Moment erstmal eingepreist. Brexit, ja, das finde ich jetzt relativ offen. Ich glaube auch nicht, dass das immer so ein ganz großes Thema wird. Da hat der Markt jetzt schon 3 Jahre lang Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Schwer zu sagen. Wichtig, also wie schon mehrmals betont, für mich ist der Bärenmarkt keinesfalls zwingend. Das ist ein Szenario, das möglich ist. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir in der Häuser weiterlaufen. Was aber für mich auch interessant ist, dass eine robuste Konjunktur, also wir gehen mal aus, dass die Konjunktur in den USA robust bleibt, bei uns auch einigermaßen stabil. Einige Indikatoren zeigen auch wieder nach oben, gerade im Dienstleistungssektor, aber ist noch ein zartes Dance-Line. Also wenn die Konjunktur robust bleibt, schließt das aber nicht aus, dass es nicht doch einen Bärenmarkt gibt. Hier zeige ich eine Grafik, wie der US-Markt im Schnitt gelaufen ist. Das ist diese schwarze Linie. Wenn es einen Bärenmarkt gab, ohne dass es zu einer Rezession kam. Also auch das gab es relativ häufig, oder nicht ganz so wenig, dass wir in den USA einen Bärenmarkt hatten ohne Rezession. Wir sind jetzt hier ungefähr gelaufen. Also selbst wenn es jetzt zu einem Bärenmarkt kommt, aber wir haben keine Rezession, dann haben wir das Schlimmste auch schon hinter uns. Die größten Verluste sind hier in diesem Bereich gewesen. Das war auch tatsächlich bis Dezember auch so hatten. Jetzt haben wir vielleicht dann noch 5-10% Risiko, das ist nicht mehr so wild. Aber es ist schon eine schwierige Phase, wenn es keine Rezession gibt. Wenn wir eine Rezession bekommen, dann wird es sehr, sehr schwer. Weil wir gerade uns jetzt so weit erholt haben, so viele positive Szenarien eingepreist sind. Aber das muss man halt sehen. Das kann man nicht im zweiten Schritt vor dem ersten. Hans-Jürgen, hilfst du uns gerade durch die Grafik? Ja. Die ist noch nicht so ganz einleuchtend. Also von 1928 bis heute, ja, zeigen wir es den S&P. Genau, das zeigt den S&P, also den Durchschnittsverlauf, das ist diese schwarze Linie. Ja. Ist der Durchschnittsverlauf des S&P 500 seit 1928, wenn es zu einem Bärenmarkt kam, aber nicht zu einer Rezession im Folgejahr. Das heißt, okay. Es gab einige Bärenmärkte, ohne dass die Amerikaner in eine Rezession gefallen sind. Okay. Das gab es also auch. Also es ist nicht so, dass Bärenmärkte nur auftreten, wenn es zu einer Rezession kommt. Es gibt auch Bärenmärkte, die aber dann relativ flach verlaufen nach dem ersten Rückgang. Aber es gibt dann Bärenmärkte auch ohne Rezession. Und das hier ist die Null ist quasi der 1. Januar und die 240 ist quasi Ende des Jahres. Also das Verlauf eines Jahres im Durchschnitt seit 1928. Genau, das heißt ja nicht, dass das der 1. Januar ist, sondern Beginn des Bärenmarktes. Ach so, der erste Tag des Bärenmarktes ist dann hier. Okay. Ne, vom Hoch, das wäre jetzt hier. Wenn wir jetzt diese blaue Linie nehmen, das ist ja der aktuelle. Ohne dass es einen Konjunkturabschwung gab im nächsten Jahr. Genau, okay. Genau. So, dann, und das ist jetzt der Verlauf, den wir jetzt hatten. Klar, viel stärker gefallen als hier der Durchschnittsverlauf. Mhm. Aber auch stärker erholt. Aber man sieht, wenn es jetzt zum Bärenmarkt kommt, ohne Rezession, dann wäre der Durchschnitt seit 1980 noch runtergehen. Also sprich, auch wenn wir nächstes Jahr keine Rezession bekämen, genau, in den USA,
Wenn wir Genau. trotzdem, naja, durchaus nochmal schwächer notieren. Genau, das In den ist dann die folgenden. Aussage, Okay. genau. Verstehe. Das, was ich nicht sicher sagen kann, nur weil wir jetzt keine Rezession bekommen, dass es dann keinen Bärenmarkt gibt. Das ist einfach, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass es auch zum Bärenmarkt kommen kann ohne Rezession. Generell muss man sich auch fragen, wir hatten 10 fette Jahre durch den großen Anschub der Notenbanken. Die Notenbanken werden auch weiter, in denen sie mal anschieben, dass sie so ein bisschen so ein Netz spannen. Die Notenbanken wissen, wie wichtig auch stabile Aktienmärkte sind, gerade in den USA, da die Bevölkerung dort ja sehr viel mehr in Aktien investiert ist, auch für ihre Alterssicherung. Und wenn die sich ärmer fühlen bei fallenden Aktienkursen, werden sie weniger konsumieren, was auch wieder auf die Konjunktur zurückschlägt. Also das wissen die Notenbanken schon, dass sie da nichts ganz Großes anbrennen lassen, aber mal 20, 30% zurück ist noch so, dass man sagt, okay, das wird jeder aushalten, gerade nach den fetten Jahren. Aber wenn die Notenbank halt nicht mehr so massiv Gas geben, da muss man einfach auch mal einkalkulieren, dass wir vielleicht ein paar magere Jahre bekommen. Das muss jetzt nicht so schlimm werden, aber es halt Seitwärtsjahre mal 20% nach oben, auch mal 20, 25 nach unten, das hatten wir früher auch. Da war die Volatilität insgesamt. Und das steht uns wahrscheinlich auch bevor, ein bisschen mehr Schwankungen. Dieses Buy and Hold, was die letzten 10 Jahre gut funktioniert hat, denke ich, ist jetzt, würde ich jetzt nicht mehr so durchführen. Da würde ich eher sagen, dass man eher ein bisschen ja, traden sollte, in dem Sinne auch als Aktionär, dass man auch mal zyklisch sieht, in steigenden Kursen rein verkaufen und bei schwachen Kursen immer mal wieder kaufen. Macht's für die, wenn ich mir das erlauben darf, für die Börsenbriefe, für die Asset Manager, wie du ja einer bist, Hans-Jürgen, nicht einfach, ne? Also da wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen darf, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Manchmal hat man einfach auch keine, ist, man hat einfach seine Trading-Strategie. Vielleicht funktioniert die auch nicht. Heißt noch lange nicht, dass man kein guter Analyst ist oder kein guter Trader. Aber das wird wahrscheinlich schwierig für euch in den letzten Jahren. Es gibt ja reihenweise Börsenbriefe, die seit Jahren einfach long sind mit derivativen Instrumenten, was auch immer ist, in US-Märkten und dann immer richtig liegen. War aber auch Genau. nicht so schwer. Und Genau. jetzt Das ist ja die wird Gefahr, ist, dass man sich das auch antrainiert, dieses Buy the Dip. Ja, das war immer richtig. Märkte haben es immer wieder geschafft, neue Hochs zu generieren. Aber es gibt halt auch den Punkt, wo das eben nicht mehr funktioniert. Das ist ja meistens so, wenn was lange funktioniert hat, an der Ja. Börse funktioniert es dann an einem bestimmten Punkt nicht mehr. Ob das jetzt schon Absolut. kommt, muss man sehen, kann auch sein, dass es noch ein Jahr noch weitere Hosse gibt. Aber ob jetzt 10 Vierteljahre oder 11 ist nicht der große Unterschied, aber man muss einfach mit berechnen, dass wenn die Notenbanken nicht mehr so viel Liquidität in den Markt schleusen, weil Liquidität ist eigentlich der Brennstoff für die Börsen, ohne Geld läuft eben nichts, ohne Liquidität. Und wenn da ein bisschen weniger Gas gegeben wird, muss man mit rechnen, dass es schwierig ist. Darf man dann vielleicht sagen, dass man, wenn man jetzt Thema Buy the Dips, wenn man das jetzt noch weitermacht, ne, und probiert, vielleicht mit einem geringeren Risiko, ne, vielleicht ist das eine Lösung, weiß nicht, was du sagst, Hans-Jürgen, ne, Ja, vielleicht war man vor ein paar Jahren einfach nochmal so ein bisschen sicherer, meine Güte, die Notenbank wird schon richten, whatever takes, ne, ich gehe einfach mal long, volles Risiko und vielleicht reduziert man das jetzt mal, wenn man die genau, Dips Risiko verkaufen reduzieren, sollte. Stops natürlich auch setzen, weil ich Ja. muss ja sagen, okay, wenn ich jetzt einen Dip habe, ob ich jetzt, ich sag mal, die normalen Dips, diese kleineren 4-5% in den USA, wenn ich die kaufe, da muss ich sagen, okay, irgendwann bei 8-9%, wo ich sagen, okay, das war jetzt nicht der typische Dip, den man kaufen sollte. Dann läuft was anders, dann muss ich aber einen Stopp da setzen. Das ist okay, ganz konsequent, wenn es nicht so läuft, wie ich denke, muss ich wieder rausgehen. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Live. Dann fange ich nämlich jetzt einfach mal mit dem DAX an, wie er ganz aktuell aussieht. So, jetzt muss ich mal schauen, dass wir hier, das ist jetzt hier, das ist ein kurzfristiger DAX Future 5 Minuten, S&P, man sieht nach der Fed, Euro-Dollar gestiegen, Nasdaq Future gestiegen. Aber DAX kommt nicht so sehr mit. Der ist einfach auch ein bisschen schwächer. Nicht nur wegen der Bayer heute. Generell kommt da nicht wirklich mit. So, das ist jetzt der DAX-Chart ganz aktuell. Das ist jetzt Xetra DAX. So ist jetzt die letzte Sprung nicht mehr drauf. Aber das ist auch nicht mehr so viel. Was mir nicht so gefällt, ist, dass wir hier diesen Break über 11.650, 11.7, diesen Bereich, auch über die 2-Tage-Linie, dass der jetzt zum Fehlsignal geworden ist. Fehlsignale sind normalerweise Signale, die man sehr schön eigentlich in die andere Richtung dann handeln kann, weil eben durch diesen Fehlausbruch sehr viele Trader und auch mittelfristige Marktteilnehmer
falsch positioniert sind. Die sind auf die Long-Seite dann gegangen und liegen jetzt falsch. Der Markt macht dann sehr oft genau das Gegenteil, also fällt dann relativ stark in die andere Richtung, wenn er Bullenfalle generiert hat. Sieht im Moment danach aus. Insgesamt, wie ich es eben gezeigt habe, ist mein Bild eher so, entweder im positiven Fall halten wir uns hier irgendwo zwischen, sage ich mal, 11,4, 11,5 und oben 11,7, 11,8, konsolidieren seitwärts über 4-6 Wochen, um dann die Hosse fortzusetzen. Im negativen Fall fallen wir jetzt hier durch und gehen vielleicht wieder dann in den Bärenmarkt. Also das ist bei Wiedereintritt hier in Schwäche, dann kann man das Ganze mit Short-Instrumenten angehen. Ansonsten, was mir jetzt im Moment auch ganz gut gefällt, sind Reverse-Bonus-Zertifikate. Bei einem View, wenn ich sage, okay, die höchste Wahrscheinlichkeit für mich entweder fallend oder seitwärts und aufwärts hat eher eine geringere Wahrscheinlichkeit, sind Instrumente wie Stay Low oder Reverse-Bonus-Zertifikate relativ interessant. Ich glaube, Stefan, da hast du. Mach du gerne schon den nächsten und dann mache ich das zusammen. Machen wir es so. Ich glaube, S&P kommt jetzt, ne? Dann mache ich das ja, zusammen. Genau. Okay, dann schauen wir uns den an. Der ist jetzt nämlich dann live. So sieht er aus. Also hier war auch oder ist ein ganz wichtiger Widerstand gewesen. 2815, 2820. Den haben wir jetzt gebrochen. Auch hier ist jetzt halt ganz wichtig, dass wir jetzt hier oben über dieser, der Widerstand ist hier, 2815, 2820. Man darf es nicht auf den Punkt genau nehmen. Das ist auch ganz wichtig. Aber ganz grob ist das schon ein wichtiger Break über diese Hochs, die wir hier im letzten Jahr hatten und jetzt hier auch nochmal im Anfang März. Wenn wir drüber bleiben, sieht der US-Markt gut aus. Frage ist natürlich dennoch, haben wir hier noch viel Potenzial nach diesem 21-22% Anstieg? Klar, in den USA ist alles möglich und wenn die Fed doch noch ein bisschen mehr Gas gibt, erstmal kurzfristig und die Trader, Marktteilnehmer sind zufrieden, kann es durchaus sein, dass wir auch nochmal hier hochlaufen. Aber insgesamt auch hier das Szenario, wahrscheinlich eher so ein Seitwärtsgezappel im positiven Fall oder auch, wenn das ein Fehlsignal wird, unter 2,815, dann ist es auch hier erstmal negativ. Dann würde ich mindestens die 2,27 erwarten hier als erstes Ziel. Und darunter haben wir dann doch das Szenario eines beginnenden oder Wiedereintritt in ein Bärenmarkt-Szenario. Das ist dann jedenfalls wieder offen, diese Tür. Also bei Schwäche würde ich hier shorten, also sowohl im kurzfristigen wie auch im mittelfristigen Bild. Unter 2,815 bin ich hier auf der Short-Seite und sagen wir unter 2,810. Wir haben bei uns einen Stop gelegt zum Einstieg in Short für die mittelfristige Position bei 2,808. Also wenn wir da drunter sind, unter 2,810, dann ist für mich ja so in dem Sinne gegessen, dass wir sagen, okay, das war hier oben ein Fehlsignal und jetzt erstmal die Short-Seite spielen. Du bist, Hans-Jürgen, da schon, du sagst eben kurz- und mittelfristig, das heißt für dich Tage bis Wochen? Ja, also kurzfristig okay. Ist für mich ja drei Tage bis 14 Tage. Ja. Und mittelfristig sind ja 2 Wochen bis 3, 4, 5, 3, 4 Monate. Gut. Schauen wir uns das doch mal ganz normal an, dass man intelligenterweise umsetzen kann, was sich für Trading-Produkte hier anbieten und ich will da eigentlich recht schnell in Medias Res gehen. Wir haben hier noch den Guidance Desktop. Lassen Sie mich vorneweg mal auf den Desktop der SG-Zertifikate springen. Da sehen wir nämlich auch schon hier so ein Pop-Up-Fenster, ein kleines Tutorial, was ein neues Tool wir ergänzen die Toolwelt um ein neues. Aber ich glaube, wenn ich sagen darf, vielleicht das innovativste und revolutionärste, was es gibt in Deutschland, in Europa. Aber ich kenne mich auch so ein bisschen in anderen Märkten in der Welt aus und in derivativen Instrumenten gibt es nichts Vergleichbares. Also klicken wir uns mal durch und zeigen so dieses Tool. Man sieht jetzt einen Chart. Man sieht auf der rechten Seite ein Webformular, so heißt das, wo man Sachen eingeben kann. Händisch oder man hat hier einen Chart, wo man Dinge verändern kann. Es soll Ihnen die Möglichkeit geben, absolut objektiv, analytisch hergeleitet, weil berechnet mit Formeln, wie die Emittenten und auch wir unsere Produkte rechnen,
das geeignetste Produkt Ihnen anzeigt, basierend auf Ihrer Trading-Strategie. Und das innerhalb von einer Sekunde. Das ist ein hehres Ziel gewesen. Wir haben damit vor 2 Jahren gestartet, arbeiten jetzt seit 2 Jahren dran. War recht aufwendig. Ich hoffe, dass es gut ankommt. Ich glaube daran, sonst hätten wir 2 Jahre lang was falsch gemacht, wenn wir nicht daran glauben würden. Aber ja, es ist nicht nur der Chart, sondern es ist, gibt Ihnen hier einfach die Möglichkeit zu sagen, was mache, fange ich jetzt damit an. Ich bin jetzt hier beim DAX. Fangen wir jetzt, zeigen wir es basierend auf den DAX mal eine Möglichkeit, wie der Hans-Jürgen gesagt hat, naja, vielleicht nach oben hin ein kleines Fehlsignal und wir drehen hier. Also wir gehen davon aus, dass der Markt fallen wird, müssen jetzt unsere Trading-Strategie eingeben. Das machen wir recht smart mit diesen Bars oder Barrieren, wie wir sie nennen, und sagen, okay, wir gehen mal davon aus, dass der DAX fällt. Man muss dann schon definieren, das kann das wohl nicht sagen, wohin? Na, sagen wir mal die 11.400. Hans-Jürgen, du hast ja jetzt auch nicht gesagt, dass wir absolut eine Bässe kriegen, 10% minus, 15, sondern seitwärts bis fallend ist durchaus möglich, wenn wir hier einen Fehlausbruch bekommen. Gerade jetzt wieder, meine ich, unterhalb der 200-Tageslinie, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Also ich muss definieren, wohin ich glaube, dass der Markt tendieren wird und bis wann. Das ist wichtig, weil das Ganze wichtig ist für die Berechnung der Kurse. Also ich muss schon sagen, naja, nehmen wir mal an, in den nächsten 2 bis 3 Wochen bis zum 10. April beispielsweise, und muss aber auch ein Stop-Loss eingeben. Also wohin will ich raus? Und dann nehme ich jetzt mal den letzten, beispielsweise den letzten Hochpunkt. Und das war schon. Das war schon alles, was ich machen muss. Und die Server von der SD General übernehmen den Rest. Die berechnen alle Produkte, alle Hebelprodukte, die wir haben, der SD General, auf den DAX jetzt und rechnen Szenarien mit dieser, basierend auf dieser Markterwartung, rechnen Szenarien und zeigen in, glaube ich, schon recht beeindruckender Schnelligkeit, die mit der Reihenfolge der besten Produkte, besten heißt mit der höchsten Renditeerwartung. Und da sehen wir jetzt hier ganz weit oben ein Turbo-Zertifikat, ein Turbo-Short logischerweise, mit einem berechneten, ganz wichtig, nicht, dass jemand denkt, das ist garantiert, sondern einem berechneten Szenario, Kursgewinnpotenzial, wenn man so will, von 103% und einem Verlustpotenzial von 90%. Wenn es gut läuft, meine Erwartung stellt sich ein und der Markt fällt bis dahin, entsprechend der Gewinn. Wenn der Markt fällt, dann kommt es entsprechend zu dem Verlust. Das Schöne ist, wir sehen hier den aktuellen Kurs, Geld- und Briefkurs und die Prognose in Euro, dass man wirklich sieht, okay, das Tool errechnet eine Prognose. Warum ist hier so eine Bandbreite von 4,37 auf 4,34? 4,37 kostet berechnet auf Basis von heutigen Erkenntnissen das Produkt am 5. April und 4,34 am 15. Warum diese Bandbreite? Weil wir der Meinung sind, man kann nicht genau ein Datum, ein Zieldatum erreichen, sondern wir ermöglichen jemandem eine Bandbreite zu geben. Man kann diese Bandbreite auch verändern. Momentan sind es 5 Tage, sieht man hier. Man kann daraus aber auch 10 Tage machen. Dann ist die Bandbreite, die Unsicherheit einfach größer und dann verändert sich diese Kurse. Das Schöne daran ist, das ist jetzt nicht einfach nur am Taschenrechner ausgerechnet. Bei Turbo-Zertifikaten geht es noch. Bei Optionsscheinen oder bei Stay Low, Stay High eben nicht mehr. Da wird es schon sehr tricky. Vor allen Dingen auch bei Turbo-Zertifikaten berücksichtigen wir, und das ist absolut eine Neuheit, den sich verändernden Basispreis. Sie kennen ja diejenigen, die mit Turbo-Zertifikaten handeln. Der Basispreis verändert sich von Tag zu Tag aufgrund der Finanzierungskosten. Und diese Veränderung der Basispreise, was eine Auswirkung auf den Kurs hat des Produktes, berücksichtigen wir. Wir kennen heute, wissen wir, wie in 3 Wochen der Basispreis sein wird, weil der hängt, also der verändert sich aufgrund der Finanzierungskosten,
aufgrund des Referenzzinssatzes, aufgrund der Dividenden, aufgrund der Leihgebühr einer Aktie beispielsweise. Die kennen wir, die ist uns bekannt, die ist, im Markt wird das gehandelt und basierend auf heutigem Stand können wir das berechnen. Falls sich das ändert, beispielsweise die Leihsätze einer Aktie verändern sich stark, das können wir natürlich nicht wissen. Das ist kein Vorhersagetool. Das ist ein Tool, welches basierend auf heutigen Erkenntnissen die perfekte Welt zeichnet. Genauso auch bei Optionsscheinen. Sie wissen ja auch, wenn der Markt sich verändert, dass sich Volatilitäten verändern, implizite Volatilitäten. Und das können wir, und das zeigen wir hier auch in der Prognose, abgreifen, weil wir diese, man nennt es Forward-Volatilitäten, also Volatilitäten, die heute gehandelt werden, für in der Zukunft, kennen wir und das lassen wir mit einfließen. Also es ist keine Vorhersagekugel, das nicht, ne? Sondern es ist ein rein basierend auf den heutigen Erkenntnissen mathematisches Tool, welches alle Produkte berechnet, innerhalb, wie gesagt, einer recht schnellen Zeit und dann die besten ausspuckt. Jetzt ist immer die Frage, was ist das Beste? Ist das Beste maximaler Gewinn oder ist das Beste vielleicht das beste Chance-Risiko-Verhältnis aus Verlust gegenüber Gewinn? Weil wenn ich ein Produkt habe, was ein Gewinnpotenzial von 90% hat, aber 100% Verlust, dann ist es vielleicht nicht so interessant wie ein Produkt mit 60% Gewinnpotenzial, aber nur 30% Verlust. Deswegen auch basierend auf Chance-Risiko-Verhältnis, kann ich auch filtern oder sortieren und dann bekomme ich eben die besten Produkte mit dem höchsten Chance-Risiko-Verhältnis angezeigt oder sortiert. Also wir glauben hier schon ein wirklich, hoffentlich zumindest, sinnvolles Tool in den letzten 2 Jahren gebaut zu haben, was einem Nutzer, einem Marktinteressenten, der eine Marktidee hat, wie die von Hans-Jürgen präsentiert, ist immer schwierig, wie setze ich das jetzt um? Ja, und da kommt immer individuelle Meinungen rein und die lasse ich raus mit so einem Tool, weil das Tool ist eine absolut analytische, hergeleitete Entscheidungsbasis, die keine Meinung drin hat. Ich glaube, der Optionsschein ist jetzt der beste oder vielleicht doch der Turbo. Nein, ist es nicht, sondern ich kann hier es einfach absolut korrekt, wie gesagt, nachrechnen. Und löst, denke ich, viele, viele Probleme, die ich persönlich auch. Ich glaube, ich habe 2002 im Derivatebereich angefangen, einer deutschen Bank. Auch ich kann nicht genau wissen, was jetzt das richtige Produkt ist für meine Trading-Strategie. Ich glaube es zu wissen, aber um es genau zu wissen, müsste ich alle nachrechnen. Das kann ich schwer. Ja. Also nutzbar ist dieses Tool, falls Sie Interesse haben, auf sg-zertifikate.de, ist kostenfrei nutzbar. Momentan haben wir das freigeschaltet für Aktien und für Indizes, diverse Aktien, die wir anbieten und für Indizes. Und falls Sie ein bisschen sich nochmal einlesen wollen, haben wir hier unter MatchMyTrade ein bisschen was zusammengeschrieben mit Verlinkungen zu Seiten, wo Sie, ein Video haben wir dahinter verlegt, ein 3-minütiges Video, können Sie sich nochmal angucken, was das Tool genau macht. Und weil wir hier ja in der Guidance-Welt sind, ich freue mich sehr, dass wir über die letzten Monate parallel mit Guidance daran gearbeitet haben, Ihnen als Guidance-Nutzer dieses Tool auch auf Guidance direkt zur Verfügung zu stellen. Das ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Sie müssen sich so vorstellen, das ist einfach nur eine Maske, ein Frontend nennt man das Neudeutsch oder UI, User Interface, auch gern genannt. Und das ist verbunden mit unseren Servern von der Société Générale über eine API-Lösung. Und das funktioniert im Grunde genommen genauso wie das Tool hier, eben nur auf Guidance. Sollte aber, wenn es nicht so ist, dann ist es ein Fehler, sollte aber die gleichen Ergebnisse ausspucken. Also für diejenigen, die einfach auf Guidance unterwegs sind, das sind ja die meisten hier heute in dem Webinar, haben wir das dank Guidance exklusiv, wirklich das neben uns zeigt das nur Guidance. Exklusiv auf Guidance netterweise zur Verfügung gestellt, wo Sie im Grunde genommen genau das Gleiche hier über solche Schwellen, wie verändern Sie, hier können Sie die Informationen abändern und hier bekommen Sie dann die Produkte angezeigt. Das ist übrigens, das ist so dieser Shortcut, den kann ich, wenn es Sie interessiert, gerne nochmal einstellen, ist aber auch, und das kennen Sie ja mittlerweile auch, unser Webinar-Desktop, wo Sie gewohnt sind, sich anzumelden, ist hier auch hinterlegt. Falls Sie Interesse haben,
Aber ich stelle dennoch diesen Link hier auch nochmal ein für Sie, damit Sie wissen, wo Sie es finden können auf Guidance. Jetzt habe ich, denke ich, jetzt ein bisschen was erzählt über das Tool. Wir würden ganz gerne über die nächsten Webinare häufiger die Produkte aussuchen mit dem Tool. Das heißt, ich halte mich da kurz. Wir werden es über die nächsten Wochen in diesem Webinar immer wieder mal verwenden. Ich kann immer wieder mal dazu etwas erzählen, was wir dabei machen im Hintergrund. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Das Wichtige ist, dass es funktioniert. Man muss ja auch als Autofahrer nicht genau wissen, was unter der Motorhaube ist. Das Wichtige ist einfach, dass es funktioniert. Und das tut's. Und dafür werden wir es, wie gesagt, immer wieder verwenden. Aber jetzt kommen wir, denke ich, wieder zu dir, Hans-Jürgen. Du hast ja einige weitere Ideen noch mitgebracht. Paar Fragen sehe ich hier auch. Werde ich beantworten. Kurz vorneweg, vorhin habe ich schon drei Hinweise gesehen zu dem kostenfreien Abo, wie man das bekommen kann. Hans-Jürgen, glaube ich, am Ende kannst du kurz nochmal drauf eingehen. Ich glaube, da muss man eine E-Mail-Adresse schicken mit einem Codewort, aber da kommst du am Ende nochmal dazu. Kommen wir jetzt lieber zu den Märkten. Und dann gebe ich dir gleich auch wieder die Rechte. Ja, so, jetzt hast du sie. So. Ja, also finde ich jetzt sehr interessant, muss ich sagen, was ich eben gesehen habe. Ist das doch sehr nutzerfreundlich. Aber kommen wir weiter jetzt zum Euro-Dollar. Ich habe hier mal den Monthly US-Dollar-Chart hier vorbereitet. Und was man sieht, man hat hier, ich meine, das ist ein sehr langer Zeitraum, von 98 bis 2019 jetzt hier, mehr als 20 Jahre. Aber man sieht, dass man viel mehr Phasen hat, in denen der Dollar sehr, sehr stark, oder der Euro-Dollar, sich bewegt. Das sind auch relativ große Bewegungen, wenn man sie sieht. Das, was hier nicht so groß aussieht, ist schon von 1,20 auf 1,42, sogar 1,48 gewesen. Wichtig ist halt monatliche Bars hier, wieder Bars ein Monat. Aber man sieht auch diese Phasen, in denen relativ wenig passiert. Das sind meistens so 3, 4, 5 Monate. Und dann wird diese trendlose Phase sehr oft wieder von einer Trendphase abgelöst. Und das Gleiche erwarte ich jetzt auch hier. Denn auch hier hat man wieder eigentlich 3, 4, 5 Monate, in denen nicht so viel per Saldo passiert ist, in denen der Euro-Dollar eigentlich seitwärts gelaufen ist. Ich zeige das gleich nochmal in einem kürzerfristigen Chart. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch, dass wir in den nächsten Monaten eine stärkere Trendbewegung bekommen. Die Frage ist natürlich auch, wohin. Jetzt gehen wir mal auf den aktuellen Chart. Das ist jetzt der Daily-Chart. Man sieht ganz schön, ich mache es noch ein bisschen größer. Hier hat man noch die letzte gewisse Trendphase, aber hier seit Juni letzten Jahres bis jetzt, das sind also schon fast 9 Monate, haben wir eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Klar, per Saldo ein bisschen gefallen, aber das ist ja nicht viel. Also Seitwärtsbewegung, und jetzt müsste es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit doch zu einer Trendbewegung kommen. Ob das jetzt hier dieser Trendbewegung, dieser Impuls nach oben jetzt hier stattfindet, muss man mal sehen. Das ist jetzt natürlich jetzt nach der FED-Sitzung. Also ich habe es eben auch nur ganz kurz überfliegen können, dass Paul wohl gesagt hat, dass sie auch September oder Oktober dann das Tapering beenden. Also das ist relativ logisch gewesen, was er gesagt hat, das sieht man schon an den Kursen hier, dass der S&P auch gestiegen ist und hier der Dollar schwach geworden ist. Erstmal, wenn das so bleibt, würde sich eine Long-Spekulation anbieten, also auch vielleicht auch mit dem einfachen Call-Optionsschein, muss nicht unbedingt ein Turbo-Long sein, weil die impliziten Volatilitäten, also die Volatilitäten, die in den Kursen eingepreist sind, sind noch relativ niedrig, weil wir eben lange Zeit hier hatten mit wenig Bewegung. Das heißt, dass die Optionen sind noch relativ preiswert. Und wenn wir hier eine Trendbewegung bekommen, dann läuft die nicht bis 1,17, sondern läuft die eher hier bis 1,25 und weiter. Dann haben Sie normalerweise eine große Strecke vor sich, ich sage mal bis zum Jahresende. Wenn wir hier allerdings jetzt die Bewegung nach unten bekommen, wenn das jetzt nur so ein Fehlimpuls war nach der FED-Sitzung, wird man in den nächsten Tagen dann sehen. Wenn wir hier nochmal unter 1,12 fallen, dann haben Sie eine Run Richtung Parität wahrscheinlich vor sich. Also hier hat man schon beide große Chancen, je nachdem, wohin der Markt sich jetzt bewegt. Möglichkeiten wäre auch ein Long Straddle, also dass Sie einen Call und einen Put kaufen, das wäre eine Möglichkeit. Oder eben, man wartet jetzt die nächsten Tage mal ab, ob sich dieser Impuls hier fortsetzt, ob wir jetzt hier noch weiter steigen. Über 1,15, 1,1550 spätestens hier wäre für mich das Signal, dass man sagen kann, okay, Euro-Dollar wird wahrscheinlich stärker, also Dollar schwächer, dass man dann die Long-Seite spielt.
wie auch immer, mit welchem Produkt. Oder wenn dieser Impuls jetzt hier versandet, wenn wir wieder unter, ich sag mal 1,1320, 1,13 fallen, also hier drunter. Eigentlich kann man schon unter dieser Kerze hier, also wirklich, das wäre 1,1330 ungefähr. Wenn wir darunter zurückfallen, dann war das so ein Fehlimpuls, Fehlsignal, dann dürften wir auch hier wirklich Richtung 1,12 und weiter fallen. Also hier drunter wäre für mich schon ein Short-Signal, ein kurzfristiges, das dann vielleicht auch zu einem langfristigen werden könnte. Und hier über 1,1550 das Long-Signal. Erstmal kurzfristige Signale, aber die könnten dann sehr gut, weil eben eine Trendbewegung wahrscheinlich ist, zu einem längerfristigen Signal werden. Also das finde ich sehr interessant hier im Euro-Dollar bis zum Jahresende. Jetzt weiß ich nicht, Stefano, ob du da was zeigen willst jetzt oder ob ich weitermachen will. Ja, das ist so eine, das ist ja so eine Frage. Du hattest es erwähnt, ist Trendel, ja? Komplexer Begriff, aber im Grunde genommen bedeutet das, dass man sich in beide Richtungen positioniert, klassischerweise über Optionsscheine. Das macht bei Euro-Dollar durchaus Sinn, weil Optionsscheine sind ja immer sehr teuer, wenn die Volatilität hoch ist. Also ein Straddle bei Wirecard oder vielleicht auch Deutsche Bank würde sehr teuer werden. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass es ins Gewinn läuft, ist dann schwierig. Ne? Gerade jetzt, wenn wir sehen, in Wirecard, man erwartet eine Bewegung, aber da tut sich seit ja mittlerweile schon seit 2 Wochen nichts mehr. Dann kostet das jeden Tag einfach sehr viel Geld. Bei Optionsscheinen hat man ja den Zeitwertverlust. Jeden Tag wird der Optionsschein günstiger, weniger wert. Da muss schon einfach Bewegung da sein. Aber wenn die Volatilität nicht zu hoch ist und wie wir es bei Euro-Dollar haben, dann ist es eben auch günstig. Da kann man günstiger in solche Geschichten einsteigen. Durchaus kann man durchaus machen. So eine Straddle-Idee. Oder eben, wenn eine Bewegung dann aufkommt in die eine oder andere Richtung, erst dann mit einem Turbo Short oder Turbo Long, sogenannten, sich ja, im Markt positionieren. Wenn man von heute weg schon mal sich positionieren möchte und sagt, ich weiß nicht, eine oder andere Richtung wird es gehen, dann ist so ein Straddle mit Optionsschein durchaus das Richtige. Wissen muss man dabei, klassischerweise, wir sitzen jetzt hier bei 1,14 grob, also wenn man beide Optionsscheine, 1,14 Long oder 1,14 Short, kann man machen. Ist es natürlich etwas teurer. Oder man geht so vor, dass man solche sogenannten Out-of-the-Money-Optionsscheine, also ein Call mit 1,16 oder ein Put mit 1,12, dann sind sie günstiger, aber dann muss die Bewegung umso stärker ausfallen. Also dann muss man schon eine Bewegung haben, die in Richtung nach oben 1,20 oder so geht oder sogar gut 1,25, ist noch weit weg, aber schon 1,20. Wenn man günstiger so einen Optionsschein Call, sprich mit einem Basispreis, etwas, der etwas höher ist, bei 1,15 oder 1,16 und Short bei 1,13 oder 1,12, sind sie günstiger, aber wie gesagt, die Bewegung muss höher ausfallen, damit man letztendlich dann in Gewinn landet, wenn dann wirklich die Bewegung kommt. Kommen wir gerne zum nächsten Anzug. Ja, das, da spielt auch die Volatilität eine große Rolle. Ich habe jetzt hier einen Tesla-Chart vorbereitet. Bei den Tesla sind die Optionen sehr teuer, weil da halt die Aktie ist schon sehr volatil, aber da wird auch noch mehr Volatilität eingepreist. Weil man eben, ja, es ist halt auch eine Glaubensfrage, man erwartet halt, oder die Marktteilnehmer erwarten halt doch sehr starke Bewegungen. Und hier kann man sehr gut davon profitieren, wenn man davon ausgeht, dass die Aktie nicht extrem steigt oder auch nicht extrem zusammenbricht. Gibt es hier doch schon ganz interessante Produkte. Wir haben zum Beispiel einen Inline-Optionsschein vor ein paar Tagen empfohlen auf Tesla. Der hat als Grenzen, an denen das wertlos wird, die 380 oder 390 und unten 160, glaube ich. Also extrem weit weg und war trotzdem sehr hohe Renditen. Da gab es von 50-60%, glaube ich, bis Juni. Also es ist extrem, was man da an Rendite ausholen kann, weil da eben sehr viel Volatilität eingepreist ist. Generell sieht für mich Tesla eher negativ aus, aber ich möchte jetzt hier keine Glaubensfrage hier in Tesla hier vom Zaun brechen. Wenn wir sehen, was aus dem Unternehmen wird, aber es ist halt relativ teuer und haben schon ihre Schwierigkeiten. Vom Chart her sehen sie im Moment eher ungünstig aus. Also
Weg eher nach unten. Wir haben auch eine Short-Position aufgebaut auf Tesla, also eine ganz normale über ein Turbo-Short, das auch mittelfristig bis langfristig. Aber interessant ist halt auch hier wirklich eine Inline-Optionsschein, weil da profitieren Sie davon, wenn die impliziten Volatilitäten sehr hoch sind, dann können Sie hohe Renditen erreichen, weil Sie ja im Prinzip auf die andere Seite gehen. Calls und Puts sind teuer. Im Inliner de facto verkaufen Sie Optionen mit, und hier mit Basisbreiten, die sehr weit weg sind. Klar, das sind dann K.O.-Optionen, weil der Inliner wertlos wird. Aber ich sehe hier auf keinen Fall hier Kurse von 380 bis zum Sommer. Also im guten Fall wird Tesla hier 320, 330, wir sehen vielleicht 340. Im negativen vielleicht 220, 230, aber eben auch nicht 160 oder 180. Also das ist schon sehr, sehr interessant, hier Inline-Optionsscheine sich mal anzuschauen. Mach gerne auch den nächsten Wert, Hans-Jürgen, da würde ich das wieder kombiniert machen. Okay, dann schaue ich jetzt, schauen wir auf die Deutsche Bank. Hier ist es ähnlich, denn bei der Deutschen Bank, genauso wie bei der Commerzbank, sind im Moment die impliziten Volatilitäten sehr hoch, weil die Aktie auch sehr stark geschwankt ist, obwohl es eigentlich gar nicht so extrem ist, aber eben durch diese Fusionsfantasie sind auch hier die Volatilitäten relativ hoch in den Optionen, also die Preise sind relativ teuer. Ich persönlich sehe hier wenig Fantasie für die Deutsche Bank. Ich sehe jetzt auch nicht das ganz große Risiko, muss ich jetzt auch sagen, weil die Aktie halt auch schon sehr weit gefallen ist. Aber sie haben halt ihre Probleme. Und wenn es zu einer Fusion kommt mit der Commerzbank, ist ja die Deutsche Bank wahrscheinlich das übernehmende Institut, das größere. Vielleicht gibt es dann auch eine Kapitalerhöhung, was ungünstig wäre. Klar, wenn man die DWS verkauft, kriegt man dann schöne Kapitalspritze. Aber insgesamt wird man auch dann ein, zwei Jahre lang mit sich selber zu tun haben, die Commerzbank zu integrieren. Das sind alles sehr schwierige Geschichten, deutsche großen Fusionen. Hat man auch damals bei Commerzbank mit Dresdner Bank gesehen. Also Fantasie sehe ich für die Deutsche Bank hier wenig. Risiko schon, aber auch nicht so das ganz extreme Risiko. Also hier sehe ich auch eine Range, sage ich mal, bis April von 7 Euro, 7,10 Euro. Und hier oben 8,40 wäre schon sehr positiv. Also hier gibt es Inliner, also Inline-Optionsscheine mit Laufzeit April. Mit Grenzen, glaube ich, hier 9 und 6 oder sowas in der Richtung, wo sie immer noch um die 30% oder 35% Rendite bekommen maximal. Die Aktie darf halt nur nicht hier oben hin ausbrechen, also bis 9, glaube ich, und hier unten waren es, glaube ich, 6 oder 6,40. Und beides sehe ich nicht bis 18. April, das sind gerade mal 4 Wochen und 2 Tage. Also wenn das nicht passiert, wenn die Aktie also irgendwo drin bleibt, sieht man da 30% Rendite. Finde ich sehr, sehr interessant. Da würde ich ganz gerne einsteigen. Vielen Dank, Hans-Jürgen. Also es, ja, ich weiß ja, du nimmst solche sogenannten Inline-Optionsscheine auch mal wieder ganz gerne. Die sehen natürlich immer wirklich sehr interessant aus, gerade wenn hohe Volatilität herrscht. Wie du es erwähnt hast, bei Optionsscheinen wird das Produkt teuer. Beim Inline-Optionsschein wird das Produkt günstig. Weil bei einer hohen Volatilität oder einer Volatilitätserwartung, Schwankungserwartung der Aktie ist natürlich das Risiko höher, dass eine der zwei Barrieren erreicht werden. Das heißt, es ist ein Risiko und da muss es bei einem höheren Risiko muss einfach ein Produkt günstiger werden. Da muss man wissen, diese Produkte haben einen gewissen Wert. Wir schauen uns gerade hier einfach mal eins exemplarisch an. Jetzt hier so ein Tesla Inline-Optionsschein. Kostet derzeit 3,25 Euro. Das ist eine ganz klar abgesteckte Bandbreite. Entweder das Produkt erreicht eine der zwei Barrieren, 260 oder 420, dann ist das Produkt wertlos. Dann wird das in dem Moment wertlos gestellt, wie ein Turbo-Zertifikat, was Sie kennen. Erreicht Tesla, notiert Tesla während der Laufzeit niemals zwischen diesen Barrieren, dann kommt es zu einer Auszahlung von maximal 10 Euro am Laufzeitende. Also es sind, diese Produkte haben viele Liebhaber, weil man schon klar sagen kann, okay, was bekomme ich, wenn es aufgeht? Dann ist die Rendite klar. Was bekomme ich, wenn es nicht aufgeht? Dann ist es auch recht klar. Und vor allen Dingen der Vorteil, den ich bei Optionsscheinen eben nicht habe, da verliere ich jeden Tag an Zeitwert, diese Produkte, aufgrund ihrer Konstruktion, und deswegen sind sie auch ein Hedge, also ein Instrument von vielen, die das anwenden. Wenn im Markt nichts los ist,
dann ist die Wahrscheinlichkeit von Tag zu Tag geringer, dass diese Barrieren erreicht werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird geringer, dass man auf Null fällt. Das heißt, dass jeden Tag gewinnt dieses Produkt an Wert. Das wird man sehen, wenn jetzt die Tesla von heute bis zum Laufzeitende 18.04. bei diesem Produkt bei 273 festgenagelt wäre, dann würde man eine lineare Linie fast schon sehen, von heute 3,25 bis am Ende 10 Euro. Das ist schon ist kein Vorteil, es ist einfach aufgrund der Konstruktion des Produktes, aber aufgrund dessen wird das Produkt auch sehr, sehr gerne verwendet, weil man muss nicht komplett richtig liegen. Bei einem Turbozertifikat oder bei einem Optionsschein gerade muss ich richtig liegen. Wenn ich jetzt einen Call-Optionsschein und einen Turbolong kaufe, muss in dem Underlying, in dem Basiswert die Aktie steigen. Bei einem Optionsschein ist es wichtig, dass sie sofort steigt, weil es bringt mir nichts, wenn ich heute einen Optionsschein kaufe und in 3 Monaten steigt die Aktie, weil ich jeden Tag an Wert verloren habe. Hier muss sie einfach nur, in Anführungsstrichen nur, zwischen den 2 Barrieren bleiben. Und wenn es dauert, wenn sie, macht es nichts, weil ich jeden Tag, wie gesagt, einen Renditevorsprung oder Vorteil habe. Gucken wir uns jetzt mal konkret an. Vielleicht gehen wir. Also Inliner, ich will es kurz erwähnen, ihr habt es hier kurz mal gezeigt, gut 260, die Barriere nach unten ist natürlich schon sehr heiß, muss nicht unbedingt sein, gehen wir ein bisschen weiter weg, vielleicht unter 200. Sie haben hier die Möglichkeit oder SG-Zertifikate, Sie kennen es vielleicht, gehen Sie auf Inline-Optionsscheine, geben hier die Tesla ein und dann bekommen Sie die Produkte. Hier können Sie das untere K.O.-Level verändern, hier oben das obere K.O.-Level und jetzt haben wir ein Produkt. Es ist immer sortiert nach Bewertungstag und nach maximaler Rendite. Sie können es aber auch verändern. Jetzt haben wir hier ein beispielhaftes Produkt. Eine untere Barriere von 180, eine obere von 400 mit einer Kosten von 9,44 € und der maximalen Rendite von knapp 6%. Ist nicht so viel, sind aber immerhin 6% Rendite für einen Monat mit doch recht überschaubarem Risiko. Wir haben den Chart gerade gesehen. Die 400 ist doch recht weit weg, genauso auch die 180. Wenn ich aber sage, wie Hans-Jürgen gerade gesagt hat, naja, das Risiko sehe ich mehr auf der Unterseite, dass es nach unten geht, dann brauche ich nicht 2 Barrieren zu verwenden. Also ein Inline-Optionsschein hat immer 2 Barrieren. Ich kann aber auch ein Produkt nehmen, welches nur eine Barriere hat. Und dann klingen diese Produkte recht schön, stay high oder stay low. Also stay low in dem Fall, also bleib unten. Das ist wichtig. Liebe Tesla, bleib unterhalb einer Barriere. Dann kommt es eben zu der Auszahlung von 10 Euro. Und dann muss ich hier dieses obere K.O.-Level. Du hast da, Hans-Jürgen, mal so in Richtung 380 erwähnt. Gehen wir das mal vor hier in diesen Filter. Und dann kommen jetzt hier so Produkte mit einer Laufzeit von Juni beispielsweise mit oberen K.O.-Leveln von 380, 390, 395 und entsprechend den Renditen, die man da erzielen kann. Also ich denke schon durchaus immer wieder mal ein Produkt, was man sich mal angucken sollte, auch wenn man jetzt Short ausgerichtet ist in der Tesla, der Meinung ist, naja, ein Turbo Short, schön und gut, wenn es in die Richtung geht, fein, wenn nicht, da bin ich schnell weg mit meinem Turbo Short. Ich finde diese Produkte, wenn man jetzt nicht gerade die Optionsscheine verwendet, die 1 Euro kosten, aber so ein Produkt, da kann ich schon ein bisschen besser schlafen. Das heißt, auch wenn die Tesla mal nach oben dippen sollte, das ist jetzt nichts verloren. Also es ist einfach noch sehr, sehr viel Platz, bis die Barriere von 380 oder 400 erreicht wird. Und entsprechend verlaufen dann vielleicht die Nächte etwas ruhiger. So, jetzt haben wir Tesla. Ich glaube, ich habe das Prinzip erklärt, genauso anzuwenden bei der Deutschen Bank in Anbetracht der Zeit. Vielleicht, Hans-Jürgen, kannst du noch mal, weil ich jetzt schon 3, 4 Fragen hatte, den Hinweis geben zu diesem kostenfreien Abo, was man da machen muss. Ja, Ich würde okay. hier, du hast da eine Folie gezeigt, vielleicht würde ich dir das noch mal geben. Genau. So, okay. Also jetzt nochmal Ja, auch genau, optisch das war das. gesehen. Also, man verpflichtet sich zu gar nichts. Man muss auch nicht mal lesen, wenn man nicht will. Also es ist keine Kündigung notwendig, gar nichts. Sie mailen uns einfach
an info@hag-börsenbrief.de. Stichwort am besten Webinar SE, da wissen wir Bescheid. Selbst wenn Sie darauf schreiben, Probeabo hag.de, die wissen auch Bescheid, ist klar. Wir sind hier keine Computer, sondern noch Menschen. Also dann kriegen Sie einfach einen Zugang, ganz unverbindlich, Sie kriegen ein Login und ein Passwort für unsere Website. Da können Sie sich einloggen, können Sie die Ausgaben lesen, auch alte. Wenn Sie den WhatsApp-Service nutzen wollen, dann müssen Sie uns Ihre Mobilnummer geben. Dann kriegen Sie, sobald ich einen Trade erkenne und durchführen möchte, die Rahmendaten. Oder wenn ich auch aus der Position rausgehen möchte, das muss ja teilweise auch sehr schnell gehen, dann kriegen Sie dann eine kurze Meldung, DAX-Positionstrading Exit oder Euro-Dollar-Exit. Da weiß man, die Euro-Dollar-Position wird geschlossen. Man kann das dann, das liegt ja eh an jedem selber, das direkt machen. Oder man sagt, ich will erstmal lesen, was der Hag da schreibt. Dann wartet man halt, die Ausgabe ist dann meistens, wenn es zweite, dritte, vierte Ausgabe ist, 30 Minuten später, manchmal auch nur 20. Wenn es die erste Ausgabe ist, dafür brauche ich ein bisschen länger, weil ich da ja alle Themen behandle, dann ist es so 60, 80 Minuten später, kommt die Ausgabe, nachdem ich dann den Trade bekannt gegeben habe. Also morgen die erste Ausgabe ist ausführlicher. Also es ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. Einfach Mail an uns. Und Hans-Jürgen, vielen Dank. Eine Frage hatte ich noch, die passt dazu. Wenn man kein WhatsApp hat, auch kein Problem, weil ich habe vorhin von dir erfahren, wenn man kein WhatsApp hat, dann schickt ihr halt einfach eine SMS, ne? Kein Problem. Ja, das geht auch. Aber also WhatsApp ist zu bevorzugen, ist schneller, kann ich auch mehr Zeichen manchmal auch einfügen. Manchmal gebe ich im Tagesverlauf auch wenn ich schon habe. Ich kenne den einen oder anderen, der möchte kein WhatsApp haben, kann ich auch sehr gut verstehen. SMS geht auch. Hans, vielen Dank. Ich weiß, du hast noch ein paar Basiswerte vorbereitet, aber beim Webinar enden wir ganz gerne rechtzeitig zur Tagesschau. Und außerdem spielt ja heute auch die deutsche Nationalmannschaft im 8:45. Das wollen wir auch noch hinkriegen. Das war es ja noch nicht. Wir zwei sehen uns ja wieder in München. Vielleicht der eine oder andere, der im Umkreis von München ist, wohnt am 31. März, meine ich, sind wir beim Börsentag in München, wir zwei. Nein, am 30. März, am Sonntag. Am 30. Okay, nicht am Sonntag, nein, am 30. Entschuldigung, am Samstag, am 30. Sind wir in München auf dem Börsentag und mit einem Stand von der Société Générale und wir zwei, die Bahnzeugen, haben auch einen Vortrag. Da wird es so ähnlich gehen. Vielleicht können wir den einen oder anderen Basiswert damit aufnehmen, den du heute vorbereitet hast, aber der nicht rankam, einfach aufgrund der Zeit. Aber ich glaube, wir haben doch einen recht schönen Überblick gegeben über den Markt. Hat viel Spaß gemacht. Hans-Jürgen, vielen Dank. Wirklich sehr, sehr interessant für Sie. Für die Teilnehmer schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@sg-zertifikate.de. Einfach zu sehen, auch auf unserer Homepage. Wie Sie es fanden, wie es war, ob Sie noch Hinweise hatten, haben, was Sie anders haben möchten. Hans-Jürgen wird auf jeden Fall nochmal kommen in diesem Webinar, so in circa 2 bis 3 Monaten. Ich freue mich auf jeden Fall wieder da drauf. Ja, ich freue mich auch. Und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Also auch vielen Dank. Von meiner Seite wünsche ich auch allen Teilnehmern viel Erfolg an den Märkten. Und exakt. Sehr schön, wenn wir uns wiedersehen in ein paar Monaten. Oder wiederhören zumindest. Oder wiederhören, genau. Prima, vielen Dank an alle und einen schönen Fußballabend. Tschüss, bis dahin. Ciao. Ja.